Hi YouTube, hi Knife-Fans, hallo Messerfreunde. Heute ein kurzes Video zum dritten Giveaway Pimpjob. Und zwar das dritte Messer ist angekommen. Es handelt sich hier vom Schnorris 58, vom Christoph, dieses Klappmesser. Die meisten, die sich da mit beschäftigen, werden es erkennen. Ein Inline ER08. Da steht's. Und dieses Messer werde ich jetzt, was heißt jetzt, die nächste Zeit umbauen. Ein paar Ideen habe ich schon. Für mich ist das Wichtigste überhaupt, das Ding ist wirklich unheimlich schwer, finde ich jetzt für ein Klappmesser. Und machen wir die Waage an. Fürs Protokoll 182 Gramm. Ich habe nämlich dummerweise beim Ontario vom Frank vom Supercore vergessen zu wiegen. Vorher, nachher wollte ich eigentlich unbedingt machen, weil ich wissen wollte, was ich als rausholen kann an Gewicht. Jetzt habe ich es hier dokumentiert. Also für alle zum Mitmeißeln, 182 Gramm wiegt das Ding aktuell. Und dann bin ich mal gespannt, was das Messer wiegt, wenn ich fertig bin damit. Waage wieder weg. So, das Dümmste an dem ganzen Messer ist die Achsschraube hier. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Ich meine, aufkriegen tue ich die, das ist nicht das Problem. Ich hoffe halt nur, dass ich keine Macken reinmache und dass ich sie nachher auch wieder vernünftig Zug bekomme. Weil, also, so ein Ding, wo es keinen Schlüssel für gibt, nirgendwo auf der Welt, außer in China vielleicht, das ist echt der Hammer. Aber gut, schauen wir mal. Was ich damit vorhabe, natürlich an der Klinge ein bisschen was machen. Der Christoph wollte auf jeden Fall auf der Rückseite meinen Flintstone-Finish, wobei das hier relativ schwierig ist. Aber ich werde es hinkriegen. Und was ich noch so machen möchte, machen werde, das will ich nicht verraten. Das schauen wir einfach mal, wenn es dann fertig ist, zeige ich euch das. Gut. Kurze andere Sache noch. Ich habe es schon mal angesprochen. Das Ontario vom Frank. Ich hatte die Sache schon mal gezeigt, das Messer, wie es jetzt ausschaut, wobei ich bin schon einen Schritt weiter gegangen. Ich habe angefangen hier auf der linken Seite das Klingenfinish auf die Reihe zu kriegen. Man sieht hier, da sind noch ein paar Sachen drin, die ich quer zur Schneide gemacht habe. Die müssen jetzt noch raus und dann geht es weiter mit der nächsten Körnung. Also ist es hier ganz grob, aber man sieht schon, es ist wirklich unheimlich viel Arbeit, weil das Ding, das ist eine reine, hier sieht man es ja vielleicht, wenn ich das Licht lieber drüber laufen lasse, eine reine Berg- und Talfahrt. Das Ding ist so unsauber gemacht unter Beschichtung, wobei ich mir halt langsam Gedanken mache, das ist wahrscheinlich keine Faulheit der Firmen, weil es ist ja überall so, sondern das hängt einfach damit zusammen, dass ich oder dass die Leute wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die Beschichtung drauf zu bekommen, sicher und haltbar. Deswegen ist es unten drunter einfach rau und wellig vor allem. Ich habe jetzt die Griffschalen schon mal abgemacht. Angeklebt übrigens. Ne? Also Frank, wenn du siehst, du hattest recht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, kein Problem. Kriegen wir trotzdem ab. Und der Stahl ist ziemlich weich. Also das habe ich gemerkt beim Bearbeiten, beim Finish. Und ich versuche jetzt hier mal noch ein paar Löcher reinzubohren. Maximal wird es nichts, aber wenn dann doch, dann kann ich quasi den Erl und somit das ganze Messer noch etwas leichter machen, ohne dass es instabil wird, käme der Sache ja entgegen. Ich habe die Griffschalen deshalb abgemacht, weil ich eben auch hier in dem Bereich ein vernünftiges Finish drauf machen möchte. Wenn ich schon mal mache, dann mache ich es richtig und ordentlich. Deswegen habe ich die Griffschalen abgemacht. Ja, gut. Ansonsten hatte ich ja schon mal gezeigt, wie gesagt. Und hier. Das dritte habe ich jetzt leider nicht hier zur Hand. Das liegt drin auf dem Schreibtisch. Das könnte ich gerade daneben legen noch. Das hätten wir alle drei zusammen. Aber egal, darum geht es ja gar nicht im Moment. Hier bin ich auch mal gespannt, was ich rausholen kann noch. Fliegt einiges weg, soweit wie es geht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid alle gespannt darauf, was ich draus machen werde. Ich werde gewisse Zwischenschritte
oder Zwischenstände immer wieder mal kundtun. Und ja, dann sehen wir uns demnächst. Bye, bye.